So, herzlich willkommen zu Minecraft. Also ich habe mir das One Block geholt und das werden wir jetzt zusammen einfach mal spielen mit der Version 2.1.1 und dann beginnen wir einfach mal. Und dann sehen wir, wie weit dass wir heute kommen und was für Aufgaben das wir erfüllen können. Bin mal sehr gespannt. Oh ja, okay, da ist die Sonne. Umgebung sieht man auch. Dann schauen wir mal. Okay. Da sieht man gleich ein paar Aufgaben. Okay, einmal muss man auf jeden Fall hinunterfallen. Das werden wir irgendwann später auf alle Fälle machen. Genau. Dann würde ich sagen, beginnen wir mal. Schon haben wir die erste Aufgabe mal erfüllt. Da, ich werde mir jetzt da gleich mal. Dass mir vielleicht nicht alles so runterfällt. Bauen wir uns da um den Block. Gleich mal ein bisschen was rum. Weil dann sollte da nichts mehr runterfallen. Jawohl. Zwei, das sitzen wir gleich noch da dran. Dann haben wir gleich eine schöne Plattform. Vielleicht baue ich später eine. Ein oder zwei Plattformen runter, sodass wirklich nur der Block oben ist und alles auf uns runterfällt. Aber das schauen wir mal, wenn es soweit ist. Würde ich sagen, graben wir mal Erde ab. Und schauen wir mal, wo uns die Reise hinbringt. Also bis jetzt ist immer nur Erde. Bin mal gespannt, wann das erste Mal was anderes kommt. Na toll, wieder einer runtergefallen. Schon wieder! Okay, wir müssen die Plattform erweitern. Alle Fälle um mindestens eins. So wie ich das jetzt gesehen habe, fällt das einfach schön hinunter. Ich hoffe, dass man da auch nicht runterfällt, wenn man kriecht. Also, oder beziehungsweise sich bückt und geht. Sollte man normal nicht runterfahren. Oh, wir haben wieder einen Fortschritt. Oh, schauen wir kurz. Also wir haben 30 mal abgebaut. Und da haben wir die ersten 20 mal Dirtblöcke platziert. Also das erste Mal die Erde platziert, 20 Stück. Ja, ist schon mal nicht so schlecht. Schauen wir mal. Oh, das erste Mal Holz. Sogar zweimal hintereinander, auch sehr cool. Das heißt also, wir könnten uns eine Werkbank machen. Oh, und Moos haben wir jetzt bekommen, oder was? Ja, einen Moosblock. Okay, ich würde jetzt sagen, wir machen uns aus dem eine Crafting Box. Nun mal unsere Stäbe. Die stellen wir einfach mal dahin. Und wir könnten uns eine Schaufel machen, mehr noch nicht. Da müssen wir schauen, brauchen wir vielleicht noch. Ah, einmal Holz, wollte ich gerade sagen. Zu früh gefreut. Was wir nämlich jetzt machen können, was sicher bald kommen wird, schätze ich mal, oder bald irgendwann, demnächst, aber genau so nicht, machen wir uns doch eine Spitzhacke. Weil die werden wir auf kurze lang so brauchen. Und eine Axt. Das Ganze einfach, wenn es ein bisschen schneller geht. Moos, für was brauche ich Moos? Das wird interessant. Okay, ja. Okay, ich mache das jetzt so, dass wir das doch ein bisschen schneller bei uns haben. Oh, nicht runterfallen. Bringt es was, wenn ich mich bücke vielleicht? Ist das nicht so weit? Okay, es fliegt doch.
relativ weit weg. Noch haben wir Erde und Holz. Bin gespannt, wann das nächste kommt. Also wir haben schon auf einmal viermal Moos und achtmal die Erde. Genau. Gut, dann machen wir jetzt da einfach weiter. Würde ich sagen, wir machen da wirklich einen schönen, einfach mal eine schöne Fläche rundherum. Vielleicht kriegen wir dann wieder was, wenn wir was produzieren. Oh ja, man kann nicht runterfallen. Ja, habe ich gerade gesehen. Okay, so, wo war die Mitte? Ich glaube, das war die Mitte, oder? Ja, okay, huh. Ich habe mich gerade fast vertan. Okay, dann schauen wir einfach mal weiter hier. Wann kommt das erste Mal Stein? Na. Ja, wir haben schon 12-mal das normale Holz. Das ist auch nicht schlecht. Das heißt also, wir könnten schon ein bisschen was craften. Das Gute ist, dass nebenbei überall die Wiese kommt. Das schaut dann wieder nicht ganz so schlecht aus. Bin auch gespannt, ob wir irgendwann. Was kann man aus dem Moos machen? Müssen wir direkt dann bei der Crafting Box mal kurz anschauen, was man aus dem Moos machen kann. So, das Holz holen wir uns noch. Okay, das Holz auch. Oder auch nicht. Wieder zu früh aufgehört. Und einmal Moos. So. Ich bin echt gespannt, wie weit das man das spielen kann. Momentan schaut es so aus, als wäre da eben zu oder bei der Rand halt. Es wird auf alle Fälle irgendwann Nacht, schätze ich mal. Also umso größer die Plattform, umso schneller werden wir runterfahren. So, aber was ich jetzt mache, ist das. Auch kurz die Bank ab. Die setze ich mir dahin, weil dann weiß ich, dass da mein One-Block ist. Genau. Und dann werden wir einfach versuchen, das so gut wie möglich rumzubringen. Frage ist, wie kann ich mich am besten runterbauen? Wahrscheinlich mit Wasser. Sich Wasser runterfließen lassen, das wo ich wieder hochschwimme oder irgendwie so in die Richtung. 23 Holz. Kann man mal lassen, würde ich sagen. Man könnte sich schon fast ein kleines Häuschen craften. Aber brauche ich es? Ich weiß es auch nicht. Muss. So, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da haben wir jetzt 8 Brücke. Ah, ich weiß ja nicht. Haben wir da Moos? So, was kann ich aus dem Moos machen? Ein Teppich.
Okay. Okay. Also nicht wirklich irgendwas Spezielles. Auch gut. Aber Teppich. Oh, ein Villager. Dreimal Roheisen. Für vier. Einmal. Oh, öfter geht nicht. Oder er kommt später nochmal. So, ist die Frage, fällst du jetzt runter da oder nicht? Aber wenn der jetzt sagt, er gibt mir was für Stein, müsste bald mal Stein kommen, oder? So ein Blatt, oder? Ah, ich habe keinen Stein. Ich brauche Stein, dass ich einen Ofen machen kann. Was ist das? Oh. Schlamm. Okay. Da könnte ich Farmen machen. Du störst mich. 4, 1, 2, 3, 4. Du gehst mal da weg. Dann kannst du mich nämlich nicht stören, wenn ich da abbaue. Nur der Schlamm. Ich habe Eisen, aber ich kann mit dem Eisen so nichts anfangen. Ich meine, ich kann eine größere Plattform machen, okay. Aber wie ist denn mit dem, der hat? Aber da bräuchte ich einen Bruchstein. Das habe ich noch nicht. Und 6-mal Weizen. Der ist teuer, aber könnte ich zumindest eine Farm machen. Ich habe nicht wirklich was bekommen, gell? Ich baue jetzt mal kurz meine Plattform weiter. Vielleicht muss man die Plattform größer machen, dass man was anderes kriegt. Wer weiß, wie das Spiel da gedacht ist. Wahrscheinlich umso größer die Plattform, umso besser die Sachen. Kann mir jemand in die Kommentare schreiben, wenn er was weiß. So, ich zimmere das mal dahin. Ich hoffe mal, dass jetzt noch keine Monster spawnen. Aber gut, mein Anfangsmonster sollte ich so auch besiegen können. Aber schade, dass ich noch keine 3 Eisen bekommen habe, weil da hätte ich zumindest mit 3 Eisen hätte ich eine Eisenspitzhacke machen können. Aber man kann sich nicht alles aussuchen. Schlamm und Holz. Also Schlamm ist neu. Oh, meine Spitzhacke ist, meine Axt ist kaputt. Ja, ich mache mal kurz wieder eine neue, weil gleich. Vielleicht brauche ich das ja später. Ja, ich höre immer zu früh auf. Da wäre es doch mal cool, wenn ich ein Setzling bekommen würde für Holz. Oh, ein Setzling, wie ich gesagt habe, witzig. Ich setze ihn einfach mal da.
Da ist er nicht ganz im Weg. Also Setzlinge brauche ich mir dann von dem da eigentlich nicht bauen. Okay, wir haben größeres Land wieder bekommen. Da haben wir noch einen Block. Fast genau. Wow, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Was ich mache, das ist jetzt eine gute Idee. Meiner Ansicht nach. Ich mache mir eine Truhe, wo ich die Gegenstände, die mir wertvoll vorkommen, obwohl, wertvoll, reingebe, weil wer weiß, was mir das bringt. Vielleicht falle ich irgendwann runter und dann beiß ich mich, weil ich zu viele Sachen eben nicht mit reingetan habe. Was soll's? Wo wieder einsetzen? Den hauen wir auch gleich irgendwo da in die Ecke oder so. Ich mache mir jetzt kurz eine Schaufel, weil so wie mich das anschaut, werden wir noch viel Erde abbauen. Und bevor ich mich da jetzt ewig spiele immer. Machen wir das eben so. Mit der Schlamm. Aber immer noch kein Stein. Das wundert mich. Es dauert lang, bis man zum Stein kommt irgendwie. Oh, was war das? Oh, ein zweiter. Da geht du auch gleich da rein. Hier kommst du her. Gehst du bitte? Ja, so, was tradest du? Kohle! 36 mal Erde. Eisen, okay, habe ich nicht. Knochen habe ich auch nicht und Gold habe ich auch nicht. Setzlinge könnte ich mir holen für 19 Erde. Aber ich habe keine Erde in dem. Okay. Was soll ich mir wirklich Setzlinge holen? Wenn meine wachsen, kriege ich vielleicht eh wieder mehr. Ja, die erste Schaufel ist kaputt, habe ich mir fast gedacht. Wieder einer. Hitze, aber Schlag auf Schlag. Ja, ich hätte gern Stein, dann hätte ich ein Wassereimer für. Wenn ich. Ah, Eisen habe ich ja nicht. Knochenmehl. Okay. Da könnte ich mir die Bäume hochzüchten. Aber du läufst mir wieder rum, gell? Das ist. Das Boot einfach die beste Möglichkeit, die irgendwie zurückzustellen. So, vor allem wenn die ewig bleiben, könnte ich mir mit 3 ein Bett, wenn ich craften kann, eine Eisenfarm machen. Das würde dann sehr gut funktionieren. Was gibt mir der noch? Ich habe noch keinen Buchstein. So, aber was ich machen kann ist 4, 5, 6. Oha. Wir haben unseren ersten Baum. Vielleicht können wir da wieder. Vielleicht können wir sogar einen Apfel oder so. Hä?
Was denn jetzt? Okay. Da ist ein Lama. Also zwei eigentlich, aber wo ist. Wo ist denn der, der was das nochmal macht? Wie ist der? Der Händler? Also. Ja, aber wo ist. Cool. Aber wo will ich die jetzt herkriegen? Aber wenn ich da jetzt Knochenmehl hinmache, dann sollte Wiese wachsen, oder? Vielleicht kriegen wir ja. Nö. Hey, ein Blümchen. Hey, ersten Samen. Zwei Samen. Also wenn wir jetzt. Was mache ich mit euch? Oh, der erste Stein. Und schon wieder vorbei. So, die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt da Feld mache, geht mir das kaputt oder nicht? Oh nö. Oh doch. Also ich brauche Wasser, sonst wird das nichts. Ich habe zwei Setzlinge. Okay, ich würde jetzt mal behaupten, wir machen da beim nächsten Mal weiter. Ich setze mir kurz die Bäumchen hin. Einen setze ich mit da ins Eck und einen setze ich mit da ins Eck. Und der wollte irgendeiner wollte was mit Erde. Nö, der nicht. Kohle, 36 mal Erde, das habe ich nicht. Okay, na passt, ich würde sagen. Funktioniert das da? Schaut gut aus. Ist ja super, wenn das klappt. Dann hätte ich. Ich habe keinen. Wo war der mit dem? Das war der, oder? Ah, Knochenmehl kann ich mir nicht mehr holen. Hühnchen oder Eier. Ja, ich habe aber zu wenig. Okay. Das wächst hoffentlich. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal beim Steinabbauen wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt Spaß beim Zuschauen. Und vergesst kein Like und kein Abo. Würde ich mich sehr darüber freuen. Also danke fürs Zuschauen und tschüss.